Am vergangenen Freitag fand im Sportpark Rabenberg in Breitenbrunn die deutsch-tschechische Jahreskonferenz der Euregio Egrensis statt. Im Mittelpunkt standen neben den Statements der drei Präsidenten aus Sachsen, Thüringen, Böhmen und Bayern die Ausführungen des Gastredners Dr. Peter Jahr, Mitglied des Europäischen Parlaments. Er hob hervor, dass in der derzeitigen EU-Kommission die Förderung der Grenzregionen eine große Priorität besitzt. Er rief die Anwesenden dazu auf, aktiv weitere Förderungen und Hinweise in Richtung EU-Abgeordnete und nach Brüssel zu senden, wie Verbesserungen für die kommende Förderperiode umgesetzt werden könnten. Es sei wichtig, dass die EU-Gelder auch in der Region möglichst unbürokratisch ankommen und auch ausgeschöpft werden. Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdörfer warf als Stellvertreter des erkrankten Präsidenten der EEAG Sachsen-Thüringen e.V. und Landrat des Vogtlandkreises Rolf Keil einen kurzen Blick aufs Jubiläumsjahr und sprach neben der neuen Initiative Grenzüberschreitendes Kita-Netzwerk auch 2019er Neuigkeiten zur Förderkulisse an. So hat der Freistaat Sachsen auch auf Initiative der Euregio Egrensis die Mittel für die nationale Förderrichtlinie Internationale Zusammenarbeit erhöht und weitere Erleichterungen eingeführt.